Hallo und herzlich willkommen, lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Europa Universalis, hier mit dem Kirchenstaat. Wir haben eine vierte Ideengruppe und ich habe mir überlegt, was wir uns hier holen könnten. Ich habe ganz schön hin und her geschwankt zwischen Wirtschaftsideen, um noch mehr Geld zu machen, aber ganz im Ernst, wir machen den Arsch voll Geld. Was für uns momentan eigentlich sehr, sehr wichtig ist, ist dafür zu sorgen, dass wir eigentlich eine noch bessere Armee bekommen. Ich möchte den militärischen Drill hier haben für noch mehr Moral. Manöver könnten wir brauchen, Unterhalt bei der großen Armee, die wir haben, spielt inzwischen durchaus eine Rolle. 5% weniger zu bezahlen ist echt eine ganze Menge Geld. Wir könnten das natürlich auch hier haben, das ist mir durchaus klar, aber dann haben wir die Moral nicht. Außerdem haben wir hier noch den Unterhalt für die Festungen, wie ihr seht, der nochmal um 10% runtergehen würde. Und das spielt bei uns inzwischen auch schon eine gewisse Rolle. Also ich bin der Meinung, wir nehmen die Defensivideen. Das wäre auf jeden Fall hier momentan so das, was ich am allerersten ja, mir tatsächlich überlegt habe. Offensivideen wären natürlich auch nicht schlecht, aber ganz im Ernst, wir sind, was das angeht, eigentlich schon ziemlich gut. Deswegen entscheide ich mich jetzt hier für die Defensivideen und werde relativ schnell hier gucken, dass ich diese ersten beiden Dinge hier reinbekomme. Und ich möchte das Ganze jetzt hier natürlich auch forcieren. Und deswegen setze ich jetzt hier mal wieder einen Fokus auf diesen Punkt hier. So, ich habe immer noch nicht das Geld, kann aber trotzdem noch warten, was hier passiert. Ich glaube, ich mache die Festung jetzt einfach hier eiskalt wieder aus. Denn die brauchen wir gerade eben nicht. So wie sich die Sache für mich hier gerade eben darstellt. Und es gibt ja ein Kuriositätenkabinett. Das hole ich mir auch, wenn es wieder 200 Karten kostet. Das Spiel verhindert aktiv, dass ich das Geld bekomme. Ich sag's euch. So, ihr seht, ne? Also Österreich macht das hier. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das machen die im Handumdrehen. So, und da geht's schon los. Mehr Armeetradition durch Landschlachten. Sehr, sehr gut. Zipf, zipf. Auch sehr, sehr gut, dass wir jetzt hier die päpstlichen Traditionen jetzt hier noch haben. Mehr Disziplin, religiöse Einheit und diplomatische Reputation. Ich habe wieder Festungen anscheinend an. Wie kann das sein? Ihr sollt aus sein. Irgendeine Festung ist der Meinung, dass sie an zu sein hat. Ich weiß nicht welche. Scheint wohl ein Anzeigefehler zu sein. Denn ich sehe hier tatsächlich einfach keinen Grund. Ausländische Geistlichen Arezzo, oh nein. Oh, was ist das eigentlich? So, ich warte jetzt hier eigentlich nur darauf, dass ich endlich die 3.500 Gold habe, ne? Ich arbeite jetzt ziemlich da komplett hoch. Es gibt nur noch Salzburg, was man hier erobern muss. Handschutzkriegsgrund gegen die Osmanen. Ey, wir werden irgendwann mal gegen die Osmanen richtig hart zuschlagen, ne? Das könnte sehr, sehr bald passieren. Was haben wir jetzt schon wieder? Der ist tot. Schlecht. Der würde mich 14 kosten. Ich möchte insgesamt diese Unruhe jetzt hier mal bekämpfen. Monteferrache, was auch immer ihr seid. Ich kann sie wieder nur unterdrücken. Weil immer noch dieser Krieg läuft. Er dürfte jetzt aber jeden Moment vorbei sein. Die Frage ist, ob Österreich sich da jetzt was rausbeißt. Tatsache, sie haben es getan. So, dann provozieren wir diesen Aufstand. Haut drauf. Halt! Ich habe keinen Anführer, ich habe keinen Anführer. Wir gewinnen es trotzdem. Hohohohoho. Eieiei. Ich habe gerade erst gesehen, dass ich keinen Anführer mehr hatte. Das ist bitter. Aber wir haben es überstanden. So, ich bekomme noch mehr Admin-Macht, aber momentan ist mir eigentlich eher die Millimacht wichtig. So, wir werden nun in absehbarer Zeit Mantua erobern.
Oh, Unterhalt für Staaten wird reduziert. Warum mache ich hier gerade so fett Minus? Was ist da los? Was ist da los? Die Berater sind zu teuer, das ist das Problem. Und irgendeine Festung war noch an. Okay, ich habe genügend Geld momentan, ne? Das ist nicht das Thema. Ich kann ihn in Kastilien abziehen, den Typen. Haben die das Geld? Haben sie nicht. 300 Dukaten, ja, was willst du machen? Also gut, wisst ihr was? Wir werden nun diesen Angriff jetzt hier mal von drei Seiten planen. Ich habe mich anscheinend finanziell übernommen mit drei Stufe 3 Typen. Aber ich behaupte, das können wir uns trotzdem leisten. So, hier muss ich als allererstes da drauf hauen und dann gehe ich hier von zwei Seiten rein. Pavia. Da, ja, ja, dann ist das hier eigentlich relativ schnell geritzt. Hier alle einfach konvertiert werden. Da werden wir später noch echt viel Freude daran haben, das sage ich jetzt schon. Okay, Pause. Ah, ich kann aber wieder zurückkonvertieren. Har. Weil ich's kann. Ja. Kastilien würde was wollen. Das kommt jetzt hier sehr überraschend. Kann ich das anders machen? Kann ich das über euch lösen? Wow. Die haben halt Schulden. Und hier habe ich nicht genügend Gefälligkeiten. Bei Polen fehlen mir Gefälligkeiten. Okay, dann holen wir uns erstmal... Also Kastilien wird echt frech dafür, dass sie uns eigentlich eine Menge schulden. Gucken wir mal, ob wir das nicht irgendwie noch anders hinbekommen. Ich brauche halt eine der größeren Staaten auf jeden Fall noch an meiner Seite, ne? Für solche Offensivaktionen. Ansonsten ist das ärgerlich. Mantua, Thüringen, Lothringen, Nürnberg. Würzburg, Florenz, Stettin. Immer noch nicht genügend gefallen. Okay, bei Österreich kann ich ihn abberufen. Ich bin komplett voll mit Gefallen, ne? Das ist echt schon der Hammer. Aber die sind halt immer noch verschuldet und deswegen geht da nichts. Also gut, ich denke, dass der kleine Ansatz hier der bessere ist. Polen macht immer noch nicht mit. Die mögen die halt einfach, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, Haltung gegenüber Feinden. Und jetzt kämpft aber auch Österreich wiederum in einem anderen Krieg. Was habt ihr denn jetzt schon wieder für einen Krieg? Herzegowina. Okay, wir warten. Das wird schnell gehen. So, vorbei. Österreich nicht mehr im Krieg. Jetzt würde Österreich mitmachen. Das reicht mir auch völlig aus. Stettin, Florenz, Gedöns, Krieg erklären. Und wir marschieren ein von zwei Seiten. Als nächstes werde ich dann hier diese Festung nehmen. Ich schieße es nicht mit den Kanonen, weil ich es momentan für nicht notwendig halte.
So. Ich bin ja mal gespannt, wie groß ich Latium noch machen kann, ne? Jetzt, nachdem es Rom ja nicht mehr wachsen kann. 120 ist da ja irgendwie der Hardcap. Ich weiß, dass es YouTuber gab, die haben es direkt am Anfang und auch Streamer geschafft, das System crashen zu lassen, indem man einfach zu viel Entwicklung reingebuttert hat. Und deswegen mussten sie das limitieren, glaube ich. Ich kann ihn wieder abberufen bei Polen. Wie viele Gefallen kann ich bei euch noch rauskitzeln? Ich hofiere. Im Zweifelsfall, um Bündnisse aufzulösen, die mich stören. So. Und da geht's weiter. Mehr Moral für die Truppe. Ist halt immer noch hier sowas von über die Zeit, ne? Wie weit sind wir jetzt hier mit dem Moral? Wir sind bei 5,48. Das wird schon langsam. Bin gespannt, was ich da noch alles rauskitzeln kann. Hier werden Handelsligen aufgelöst. Infanterie und Kavallerie wird teurer. Aber es ist eh so langsam sicher das Zeitalter der Kanonen. Ich werde mir überlegen, ob ich die Kavallerie demnächst noch mal ein bisschen reduziere. So. Dass ich nur noch so zwei Kavallerieeinheiten pro Einheit habe, lieber noch mal ein bisschen mehr Kanonen, ne? Ich gebe aber zu, dass ich die exakten Zeitpunkte nicht kenne. Ins nächste konvertieren hier. Torino. Österreich, kümmere dich mal jetzt hier um die anderen da, die da so Probleme machen. Das muss ja nicht sein, dass sie hier dein Land belagern. Die lasse ich gerade eben mal noch, ne? Also die halte ich mir einfach so ein bisschen im Stall. Nennen wir es mal so, ich halte sie mir. Weil die momentan für meine weiteren Erfolge nicht wirklich wichtig sind. Aber ich brauche auf jeden Fall vier Gebiete jetzt hier von denen noch. Und da werde ich einfach irgendwie eine Konstellation wählen, die für mich möglichst günstig ist. So. Wir haben die Heretiker von Torino. Mit auf jeden Fall auch hier eine Durchmarschmöglichkeit. So, schafft ihr das jetzt hier endlich? Immer noch nicht. Wer ist denn hier noch alles im Krieg? Florenz hat keinen. Stettin, Würzburg. Ihr könntet euch mal drum kümmern. Irgendwie will sich keiner um Würzburg kümmern. Nürnberg ist hier. Regensburg ist hier. Echt, Würzburg ist doch ziemlich weit im Norden. Was? Hä? Okay, ich finde Würzburg nicht. Solltest du nicht existieren, Würzburg? Da. Muss man nicht verstehen, hoffe ich mal, dass da Österreich noch nichts gemacht hat. Wir marschieren es einfach hin. So, Mantua ist fertig belagert. Wer ist noch mit im Krieg? Stettin. Das ist aber wirklich ganz weit da oben. Naja, da sind sie. Marschier mal hoch. So, Würzburg wurde es belagert. Unwichtig
wichtige Meldungen, irgendwas mit Frankreich. Und ich bin voll wieder mit der Diplomacht. Oh Gott, es ist so schrecklich. Das sind so Dinge, die wirklich schrecklich sind. Eieieiei. Wo krieg ich denn das jetzt hier so günstig wie möglich noch rein? Hier in Apulien könnte man vielleicht noch was tun. Entwicklungskosten reduzieren. Wisst ihr, was ich auch noch geldtechnisch machen könnte? Ich könnte diese ganzen Erlasse wieder rausnehmen. Die würden eventuell noch was einsparen. Nein, das will ich nicht. So, das muss reichen. Ich mache jetzt hier in Rom den Erlass wieder raus. Ich habe zu viele Erlasse. Und sie bringen mir de facto nichts. Ich muss gerade mal gucken, wo ich sie überall habe. Den habe ich gerade eben erst rein. Ja. Okay. Das müsste auch ein bisschen Geld sparen. Ja, ein bisschen, nicht übertrieben viel. Du könntest jetzt diese Mauer hier nehmen. Ausrottung des europäischen Bibers hat in Sachsen jetzt stattgefunden. Ganz im Ernst, Stettin ist ganz schön groß geworden da oben. Ist eine kleine deutsche Großmacht im Vergleich zu Böhmen. Deutlich stärker als Böhmen. Mehr Grundproduktion. Ja, ich mach das. Ganz im Ernst, es sind 3 Punkte Grundproduktion. Das bisschen Unruhe, das kriegen wir in den Griff. So, ich mache jetzt natürlich tatsächlich sogar wieder Plus. Das ist doch schön. Die Zahlen steigen wieder. So, Kastilien, hast du Geld? Nö, haben sie natürlich wieder mal nicht. Aber die haben Geld. Hallo? Und jetzt kann ich Modena wieder hier... Wir arbeiten einfach daran. Halt, nee, warte mal, geh dahin. Du gehst dann noch dahin. Jetzt kann ich dich hier rausnehmen, du kleiner Lump. Nee, kann ich noch nicht. Ich kümmere mich sogar um dein Problem, Würzburg. So nett bin ich. Oh yeah, Geld. Wir sind wieder nah dran. Wir sind wieder nah dran. Das ist gut. Was wiederum nicht so gut ist, dass ich jetzt hier gleich schon wieder bei der Diplomat in die Grenzen stoße. Oh, die Meinung von Österreich geht sogar hoch. So, Stettin möchte Frieden. Ja, aber ich werde auf jeden Fall die Religion bei euch durchsetzen. Aber sowas von... Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Kann ich gar nicht. Warum? Okay, ich verstehe es nicht. Dann mache ich ja noch Plünderung der Hauptstadt. Ich konnte das in Würzburg gerade nicht tun. In Florenz, Stettin, die sind alle jetzt hier schon sehr, sehr down. Du kannst da leider nicht hin, aber du kannst da hinten hin. Weil Polen mich halt einfach durchlässt. Was mache ich mit dir? Wie gesagt, dich habe ich vor, noch weiterhin zu halten. Frieden verhandeln. Religion erzwingen, Kriegsreparation.
möchte, dass sie Ansprüche aufgeben auf den Kirchenstaat. Und dieses Mal nehme ich einfach nur noch direktes Geld. Ich muss mal gerade eben mal was gucken. Gibt es die Chance, dass irgendetwas sich von mir vasalisieren ließe? Nö. Ja, vielleicht doch. Wir werden sehen. Vielleicht vasalisiere ich noch was. Das ist auch etwas, was mir gezeigt wurde, woran ich gerade eben erst wieder erstmalig denke. So, wieder eine Konvertierung erfolgreich. Oh Gott, wir sind schon wieder an der Diplomatsgrenze oben angekommen. 42, 38, 39, 54. Okay, das ist zu teuer. 42, 39, 41. So. Wir machen hier weiter. Manöverfähigkeit für die Kommandanten. Als nächstes wird der Unterhalt für die Armee reduziert. Das kriegen wir auch noch schnell hin. Ich bin echt am Überlegen, ob ich meine Flotte da hochschicke. Bin gespannt, ob die päpstliche Flotte das aushält. Wir schippen mal da hoch. Ich möchte nämlich hier den 100% Win haben. Und einfach verhindern, dass die mich jetzt hier wegblocken. Nö, nö, Stettin. So einfach kommst du mir nicht davon. So, Institutionsverbreitung, wahre Glaube habe ich jetzt gemacht. In der Hoffnung, dass es das tut, was ich glaube. Ihr wollt mich trollen. Das kann ich ja echt nicht leiden. Wo bleiben meine Schiffe? Naja, sie brauchen eine Weile. Da sind sie. Jetzt bin ich gespannt, ob sie sich jetzt da gleich raustrauen. Nö, tun sie nicht so wirklich. So, jetzt kann ich auch tatsächlich da drauf. Und zack und beides geschafft. Und jetzt sage ich einfach allen Truppen schon mal, sie können nach Hause laufen. Dummerweise wurde das da unten alles wieder zurückerobert, wie ich gerade sehe. Es wird Zeit, dass ich Stettin rausnehme. Die haben zu viele Truppen. Ich kann Religion leider nicht erzwingen, aber ich kann das hier machen. Will ich sie schwächen? Das kann ich an Böhmen abtreten lassen? Okay. Also in der Theorie würde es gehen. Rügen. Nee, ich nehme lieber noch eine ganze Menge an Geld mit. Mir geht es hier gerade nur ums Geld. Die sind nämlich damit jetzt auch raus. Jetzt gibt es nur noch Mantua. Ich bin sehr überrascht, wie viele Truppen die hier haben. Aber Österreich kommt gerade schon an. Meine ersten 20.000 Mann sind schon auf dem Weg. Wo sind die anderen? Kommt doch mal her, warum bleibt ihr stehen? Wisst ihr, die haben einen klaren Befehl und sie tun ihnen einfach einen Befehl befolgen. Ja, da hat gerade eben Österreich verloren.
hätte was tun können, wollte aber nicht. Tut mir leid, Österreich. Mir ist das Belagern gerade wichtiger. Wir haben einen neuen Papst. Oh, ich muss meine Schiffe zurückbeordern, ne? Sonst wundere ich mich noch, wo die dann sind. So, zurücksegeln. Wir sind wie... Oh, und ich bin jetzt hier übrigens bei der Flottenzermürbung. Ja, ja, da muss ich jetzt echt aufpassen. Die müssen zurück. Wo wir gerade eben hier schon wieder bei Dingen sind, ne? Einmal. Zweimal. Englisch-Mexiko. Ich glaube, ich möchte demnächst Kriege führen, um ganze Vasallen einfach zu erobern. Das kommt mir gerade eben irgendwie interessant vor, der Gedanke. Oh nein, oh nein, oh nein. Meine Schiffe sinken. Ich bitte nicht alle. Nee, okay, nicht alle. Boy, das war gefährlich. Ich bin weit über die Versorgungsgrenze hinaus, aber ich habe halt nur ein Schiff verloren. Ich brauche tatsächlich dieses kleine hier nicht. Die hier brauche ich nicht. Die werde ich gleich noch verkaufen an irgendjemand. Ich weiß gar nicht, wo Mantua sich gerade eben rumtreibt, ehrlich gesagt. Kann mir aber auch hoffentlich egal sein. Kann ich jetzt derweil das Ding mal weiter vorantreiben? Jawohl. Und wir können es gleich schon mal beschleunigen. So. Ihre Körper sollen der Mörtel sein. Ich bin da jetzt so dreist, ne? Für Gott haben sie sich entleibt, um den Petersdom weiter auszubauen. Da ist auch mal wieder ganz gut Geld. Wenn das jetzt hier endlich mal gewonnen würde, würden wir wahrscheinlich sogar noch mehr machen. Ja, ich weiß, dass die Kriegsmüdigkeit langsam aber sicher uncool wird. Echt jetzt? Es reicht. 92%. Irgendwann ist auch mal gut. Na also. So, Frieden verhandeln. Jetzt gucken wir mal. Parma ist auf jeden Fall 14. Ja, Parma muss auf jeden Fall sein. Pavia muss sein. Dann sind halt alle leider relativ teuer, ne? Wobei, na, ihr seht, das würde noch gehen. 70. Das ist zu heftig. 67. Das könnten wir so machen. Dann noch Kriegsreparationen. Ansprüche aufgeben auf mich. Ja, das soll der Frieden sein. Und du kommst jetzt erstmal hier gleich wieder raus. Wir koren das alles. Und wir haben ja schon eine ziemlich hohe Überdehnung, aber das kriegen wir trotzdem jetzt hin. Und ich bin jetzt ernsthaft am Überlegen, ob ich das jetzt so mache, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Ich nehme jetzt hier zwei Kavallerieeinheiten. Ach, das sind sowieso nur noch drei hier. Ich nehme jetzt eine Kavallerieeinheit hier raus und lösche sie. Ich nehme auch hier zwei Kavallerieeinheiten raus und lösche sie. Und auch hier werde ich das tun. Und nehme stattdessen Kanonen hier mit.
Ich hasse es, in Anführersterben. Bin schon wieder voll mit dieser ollen Diplomacht. Das kann nicht wahr sein. Diplomacht. Gefühlt gerade eben. Also ich weiß einfach nichts damit anzufangen, gerade eben. Das ist das Hauptproblem. So. Und jetzt warten wir, bis das hier alles gekort ist. Das Schlimme ist, dass es anscheinend noch nicht gereicht hat. Es hat noch nicht gereicht, um das alles zu bekommen, was ich will. Beziehungsweise um das hier abzuschließen. Ne? Ich brauche offensichtlich noch eins. Und das wird auf jeden Fall Mailand sein. Wir können gerade mal gucken, ob irgendeiner sich von mir vasalisieren lassen würde. Verliere ich halt einen Kardinalssitz. Ich möchte gerade eben mich nicht darum kümmern müssen. Braucht ihr ein Militärbündnis? Eine Beziehung von mindestens plus 190. Also Salzburg. Ich könnte Salzburg vielleicht vasalisieren. Ich mache jetzt erstmal hier die Beziehung nach oben. Vielleicht klappt das ja dann. Und behalte das jetzt hier einfach im Auge. Weil die 190 müssten drin sein. Admin macht. Ja. In dem Fall nehme ich die Admin-Macht. Ich habe das Gefühl, dass ich echt zu viele Schiffe habe gerade eben. Kann ich diese Schiffe verkaufen? Großmachtsaktionen. Ich bin jetzt tatsächlich weiterhin eine Großmacht. Dinge, die ich angenehm finde. Ach, die sind wieder im Krieg. Die sind auch im Krieg. Ich kann denen diese Schiffe nicht verkaufen. Interessant. Was ist, wenn ich die da oben hin parke? Sind die dann in Reichweite? Ich meine, ich verkaufe sie an den, der sie will. Ist mir egal, an wen. Nee. Ihr hasst mich wahrscheinlich zu sehr. Ne, die hassen mich nicht zu sehr. Die kaufen die tatsächlich von 10er. Dann gönnt euch. So, die Bankiere des Papstes haben wir wieder mal ein Event. Ich muss mal wieder das hier reduzieren. Das Problem ist halt, dass es die Korruption ist, die mich hier gerade eben so ein bisschen um die Ecke bringt, ne? Aber jetzt wird der Unterhalt der Armee um 5% reduziert und das dürfte ein bisschen was bringen. Wohlgemerkt ein bisschen was. Keiner hat behauptet, dass es alle Probleme löst. Oh, ich bin schon wieder bei 34 Minuten. Ach komm, Leute, das ziehen wir jetzt noch kurz durch. Shit! Oh Gott. Oh Gott. Österreich fordert Unterstützung im Krieg gegen protestantische Liga. Oh. Oh. Gegen Köln, Pfalz, Brandenburg, Bregenz, Genua, Münster, Dortmund, Schweiz, Mecklenburg, Brabant. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. das schaue ich mir beim nächsten Mal im Detail an, ob ich das machen will. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss oder die.